Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Uncharted 4. Und es geht weiter. Wir sind auf der Insel gestrandet, nachdem wir in einen Sturm geraten sind. Unser Boot kaputt gegangen ist, unser Bruder verschwunden ist, die Vorräte wahrscheinlich mitgenommen hat. Ein Morsezeichen von diesem Berg da hinten auf uns herabgeblinkt hatte und wir jetzt mal wieder Sam suchen, logischerweise. Bäh. Und ja, ich bin sehr begeistert. Yay! Weil jedes Mal, wenn wir Sam suchen, wir angeraved werden. Und deswegen freue ich mich jetzt schon. Also ein bisschen viel Kraxel ist in dem Spiel schon. Ich hätte mir in Uncharted 4 doch ein bisschen mehr Neuerung erhofft für manche Sachen, aber... Das ist nicht so schön, dass man hier die ganze Zeit klettern darf, ey. Ach, jetzt kann er auf einmal wieder klettern wie eine Gämse. Aber vorher kackt er sich vorher in die Hose. Natürlich, logisch. Macht Sinn. Von wegen, oh mein Gott, ich bin voll geschwächt. Nickerchen hat mich jetzt gestärkt. Hui. Autsch. Sam. Ich meine, Nathan, du Zipfel. Kannst du mal bitte da hochklettern? Hochklettern. Nein, nein. Komm, komm. Ja. Danke für den Stein, dass er abbricht. Finde ich toll. Schön, dass da überall Seile-Dinger rumschwingen, Dingen, Dingsen. Lasst mich raten, wir müssen an die Steinwand dran. Oder da oben gleich mal ran. Da kommen wir eh nicht hin. Also, würdest du dich bitte schwingen? Nee, ich habe keine Lust. Ich möchte nicht schwingen. Bin Nathan. Autsch, Drake. Na schön. Dann mal hoch. Schön. Oh shit! Oh nein, Nathan, nicht schon wieder, bitte, so eine Scheiße. Können wir uns jetzt. Da geht's weit. Weit runter. Oh. Ach, da geht's weit runter. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, das machst du absichtlich, um mich wahnsinnig zu machen. Nein, könntest du... Ich drücke... Hallo, ich möchte darüber. Was macht er denn immer für eine Scheiße? Lass mich raten. Wir müssen doch darüber. Kannst du dich da hochziehen? Und jetzt krieg ich auf die Fresse, oder? Bam! Doch nicht Bam? Ach, come on! Give me a break! Brave. Verdammt! Pass auf dich auf, Sam. Und der blöde Rave dauernd. Suchen die unsere Leichen oder warum hat der eine Taschenlampe an? Also, Scheinwerfer. ja, nee, und jetzt? Da sind Kletterdinger. Aua.
Ring. Los, los, los! Schön, dass du erst mal eine halbe Stunde dich da umguckst und dich amüsierst darüber, dass du fast runtergefallen wärst. Von wegen, oh, wie jetzt knapp geht. Ich will nicht mehr. Das ist voll der Arsch. Oh nein, ich muss da rüber, dann da hoch, dann da... Oh mein Gott, ja. Ui. Hopp, hopp, hopp. Nathan, rauf, galopp. Über Stock und über Stein. Aber brich dir nicht das Bein. Immer im Galopp. Ich würde mal sagen, dezent, dass wir nicht da wieder raus müssen. Entweder müssen wir da nach oben. Hier, oder wir müssen darüber. Was teilweise sehr lustig ist, weil es dunkel ist. Ah, du machst eine Taschenlampe an. Danke, du Volldepp. Fällt dir dann... Ah, was ist das? Nicht sehr beruhigend. No quarter for thieves. Also keine... Keine Heimat für Diva. Oh. Nett. Ist ein toter Typ. Hm. Hilfe. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt lang soll, aber ist okay. Oh, whoa, 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 whoa. Aua. Okay. Himmlischen Wolkenbruch. Oh, wie toll. Ja, wenigstens keine Spinnen hier. Habe ich das gehört? Was ist das? Oh, eine Grabbe. Oh. Ich mag Grabben. Ich habe ein Rohr gefunden. Mit Fern. Ah. Oh yeah. Wenigstens war es noch eine Grabbe. Hier kommen Ekelviecher. Ich hab keinen Bock auf sowas. Mir hat das gereicht von dem dritten Teil mit den Spinnen, auch wenn Magic Sick da wahnsinnig drüber beäumelt hat, dass ich einen Anfall bekommen habe. Oh, da hängt einer. Glaube ich. Ja. Man hat dich nicht reden hören, Nathan, aber ist okay. Der macht aber keinen Hinweis, oder? Vielleicht ist auch eine Ballerina gewesen, die Zirkus-Attraktionsdings machen wollte und ist dann versehentlich verreckt. Oder so. Lesen. Heute Morgen habe ich Burns zur Rede gestellt, als wir unsere Vorbereitung zum Verlassen der Höhlen trafen. Da unsere Mannschaft und Essensvorräte dezimiert waren, forderte ich, dass wir nach Hause zurückkehren und mit mehr Männern und Vorräten wiederkommen müssen. Burns lachte und wiederholte seinen Standardspruch. Der Schatz ist in unserer Reichweite. Oh ja, das kenne ich irgendwoher. Ich blieb standhaft. Selbst wenn wir Averys Versteck finden würden, hätten wir mit nur einem verbleibenden Schiff kaum genug Platz für uns selbst, für die Rückreise, ganz abgesehen von irgendwelchem Hindu-Gold. Ich wandte mich an den ersten Offizier Hayes, damit er mir zustimmte, aber er wich zurück, als hätte ich die Pest. Dann kam Burns mit einem Lächeln auf dem Gesicht auf mich und ermahnte mich, das Gute der Expedition zu bedenken. Ich sollte die Mannschaft nicht zum Widerstand aufstacheln. Die Drohung hinter seinen Worten war deutlich. Also deutete ich darauf hin, dass ich etwas Ruhe benötigte und zog mich in mein Lager zurück. Zur Hölle mit diesen Narren. Ich habe nicht die Absicht, hier zu sterben. Mein Vermächtnis sollen nicht bloß Worte im Buch dieses Mannes sein. Wenn Burns glaubt, dieser Ort ist Libertalia, falls er weitermachen will, dann müssen er und die anderen dies ohne mich tun.
Ich werde mich bei Tagesanbruch von dieser Gruppe absetzen. Mal sehen, wie weit sie ohne Navigator kommen. Ja, schön für ihn. Scheint nicht weit. Aber scheint ist er auch nicht weitergekommen. Nein. Ich hab grad einen Bug im Spiel. Ich hab keinen Sound. Ja, aber das höre ich. Also irgendwas stimmt hier wieder bei dem Dialogen nicht. Ach, ich hasse das, ohne Witz. Hat sich das jetzt hier umgestellt? Auto. Nö, sonst habe ich ja Sound. Nur nicht, mache da keinen Sound. Ja, das wird wieder so ein kurzfristiger Bug sein, wie es schon mal war. Ach, jetzt geht's wieder. Jetzt hört man ihn auch wieder stöhnen. Nicht, dass ich das vermisst hätte. Willst du da hochklettern? In den Stiefeln? Da siehst du ja, was mit seinem Bein passiert ist, als er das versucht hat. Weil der schön an dem Ding hängen geblieben ist. Und der andere ist da unten gedingst. Ja, willst du da hochklettern mit den Stiefeln? Satz mir nix. Den brauchst du bestimmt nicht. Sie hat meinen Kletterhaken aufgenommen. Oh, nein, nicht, oh nein, nicht so Tomb Raider-Imitat. Das geht. Ja, das geht. Ich freue mich jetzt schon. Was da? Als Lara musste ich mit arschigen Pfeilen rumkrapscheln. Und der hat jetzt einen Kletterhaken. Supi. Nathan. Ich weiß nicht, ob es dich interessiert, aber ich will doch da nicht. Was ist denn das für ein Vollidiot? Oh, weil er immer in irgendeine Richtung springt. Ach so, jetzt. Du kannst da drüben reinspringen. Ja, danke. Wenn ich noch bekackter geht's nicht, oder? Vor allen Dingen, als wenn auf dieser Rieseninsel. Ach, nur noch ein Katzensprung. Ein riesiger. Der bekloppte Rafe immer genau wüsste, wo man ist. Das ist also eine Unlogik oft. Ja, und hier ist wieder so ein. Nathan hätte. Oh, Scheiße. Ich wusste es. Verdammt. Okay, Leute, falscher Alarm. Aber haltet die Augen offen. Na los. Okay. Eigentlich ist es ja eh scheißegal, wenn ich versuche, wieder sneaky durchzukommen, wird irgendeiner eh wieder auf mich schießen. Und dann holen sie wieder alle rum. Habe ich überhaupt eine Waffe übrigens? Ich habe keine Waffe, oder? Ja. Ich kann schon mal nicht versehentlich jemanden erschießen. Das ist schon mal gut. Die Frage ist nur, wo muss ich lang klettern? Wen von Ihnen haben Sie gesehen? Den älteren Bruder hat ein Papa nun erschossen und
Muss dieser Cappy-Heini jetzt hierher kommen? Ach, apropos Cappy-Deppy. Ich komme schon auf den nächsten Teil mit Clementine. Ihr könnt mich mal in den Kommis wissen lassen, ob ich den Clementine-Teil, den neuen, also Walking Dead, gleich spielen soll oder warten soll, bis alle Episoden draußen sind, damit wir nicht so lange warten müssen, aber ich weiß es noch nicht. Vielleicht fange ich auch an, die ersten Teile zu Let's Playen, also die, wo rauskommen die Episoden und dann Denkst zu machen. Verbrauch nicht so viel. Ich glaube, das wird keine kurze Mission. Ich sehe den Sinn darin. Ich schätze im Wert von Millionen. Darum geht's. Die dann eins nach dem anderen freizuschalten oder so. Mal gucken. Oh, Scheiße. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss, ne? Meine ja nur. Darüber wahrscheinlich, weil's so toll ist. Ja, sieht mir ganz danach aus, dass ich darüber muss. Ja. Ich möchte Iu machen, so wie in Assassin's Creed, wo ich den pfeifen kann. Geh weg da, ich muss da rüber. Ksch, hau ab. Muffelmann. Einfach so drüber jumpen kann. Oh nein, kann ich nicht. Sonst schafft er wesentlich schlimmere Sprünge und den hat er jetzt nicht geschafft. Ernsthaft. Ja los, verzieh dich, Cappy. Kusch. Nach Pups. Ja. Ich kann nicht einfach so darüber springen. Das ist aber auch irgendwie blöd, oder? Oh, ja, genau das wollte ich machen. Ja, wie soll ich da jetzt darüber kommen? Wenn der sich wegdreht. Ja. Ihr verarscht mich, oder? Das ist doch jetzt wohl nicht euer Ernst. Das ist doch wohl jetzt nicht euer verpiepter Ernst. Das habe ich mir nicht eingebildet. Doch, hast du. Siehst Gespenster. Du bist Gaga, weil du auf einer einsamen Insel bist. Hey, Mr. DJ, put the record on. Da unten könnte ich mir schnappen.
Halt's Maul, ich muss mich konzentrieren. Ja, will Kultur reinbringen. Er singt jetzt den. Was auch immer Song. Kann der da unten mal weggehen? Ich will da rüberspringen. Auch wenn ich wahrscheinlich wieder sterbe, weil... Oh mein Gott, du musst bla bla machen. Unter dem Meer, wo wäre das Wasser besser und nasser, als es hier wäre. Ich hab ne Gnade in der Hand und schieß dir in deinen Arsch. So. Okay. Wo muss ich lang? Und immer noch lol. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht versehentlich irgendwo rumballer. Aller Schira. Oh mein Gott. Nein. Ochse. Ich habe Waffi gefunden mit Bom, Bum, 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 Granati, Nati. Hui. Ich will mich ja nicht aufregen, aber wo zum Teufel wollt ihr, dass ich hingehe? Oh nein, noch mehr Freaks. Nein. Nathan. Nathan! Ja, jetzt bewegt er sich wieder nicht, weil er ein Spasten ist. Der Typ gibt es aus. Oh oh. Wieso kann ich denn... Da war doch was. Sieh nach und überprüf das. Oh nein. Ja, ist so klar. Seiten. Du steckst in der Scheiße. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich dachte, das ist absolut. Allein mal der drüber springt. Oh ja, super. Da war ein Sniper und er ist... Er wollte nicht aus der Deckung raus. Genau das meine ich. Das ist immer so ein unnützer Müll bei dem Spiel, weil er immer nicht so springt oder klettert, wie man das möchte. Ja, hm? Seht ihr, das meine ich. Scheiße, was war das? Niemand ist da. Wunderbar. Aufgepasst, hey! Oh shit. Oh man. Psst. Aua! Boom, boom, boom. Echt? Come on, give me a fucking break. Nathan, wieso gehst du auch nicht aus deiner Deckung raus, du dämliche Sau? Halt's Maul. Fickt euch in den Arsch.
Geh halt bitte darüber, dämlicher Spacko. Ich bin tot. Weil der Spasti von hinten kam. Ach, come on. Tschüss. Ja, in die Eier geschossen. Hui! Euch ins Knie. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Jetzt bin ich hier. Ja, weil es auch immer 2 Millionen Gegner sind. Also sorry, aber das ist absolut mega. Mega, mega übertrieben. Ja, du lebst natürlich auch noch mit deiner hässlichen... Ich hab die Schnauze voll. Ja, wie wir die Scheiße hier machen oder nicht, wie auch immer. Bla! Sehen wir dann im nächsten Part. Ich muss Nathan in den Arsch treten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!